Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Da ist noch direkt eine Sache am Anfang, die ich ansprechen wollte. Und zwar, nicht wundern, wenn zwischendurch, ach, da ist ja noch ein Piratenschiff, irgendwie die Webcam ein bisschen asynchron ist. Das liegt an irgendwie anscheinend, ich weiß nicht genau, wo dran das liegt, aber durch das neue Mikro, oh Gott, ist irgendwie oft der Ton, also mir kommt dazu vor, als würde die Webcam das Bild von der Webcam schneller aufnehmen als der Ton in echt mit dem Mikro. Und das ist irgendwie komisch, weil eigentlich das ergibt ja keinen Sinn. Ist vollkommen unlogisch, aber ist irgendwie so. Und deswegen ist das zwischendurch asynchron. Ich muss die Tonspur immer ein bisschen verschieben. Naja, Essenzen ist doch schon mal was Tolles. Oh, cool, was ist das? Notenblock oder so. Jukebox, geil. Kann ich jetzt so endlich mal meine Musik abspielen? Ich habe ja so viele CDs, aber konnte die noch nie benutzen. Ja, ich weiß um ehrlich zu sein nicht genau, wo ich jetzt hingehen soll. Hier sind überall diese Kackinseln. Aber was Besonderes ist hier nicht. Ich hätte gerne mal irgendwas richtig Cooles. Oh nein, ist das Spiel abgekackt. Ey, das kann doch jetzt sein. Wie oft kackt denn das Spiel bei mir ab? Okay. Das ist gruselig. Ach du Scheiße. Ich kann doch nicht mehr fliegen. Ah! Nein, was passiert? Holy shit. Was geht denn jetzt ab? Ich sink gerade in den Boden. Ich finde das irgendwie nicht so cool. Ich kann auch mich bewegen. Alter. Nein. Welt, bleib hier. Welt. Wenn ich jetzt sterbe, ne? Okay, das ist mir auch noch nie passiert. In Minecraft. Und eigentlich auch in sonst keinem Spielen, außer in Cars. Cool. Das ist echt wunderschön. Gut, ich gehe dann nochmal aus dem Spiel raus. Oh, okay. Ich bin einfach im Wasser. Gut. Das ist schön. Nicht irgendwo am Rumbacken. Das ist wirklich sehr toll. Gott, war der gruselig. Warte mal, was ist das denn? Geiler Soundeffekt, Chocobo. Verbuggt oder so. Oh, das ist ja mal ein richtig schönes Dorf. Ob nicht buggy oder so. Oh shit, bin getroffen. Ha! Ich bin ein toller Bogenschütze, oder? Ne, eigentlich nicht. Alter. Das ist ein Dorfbewohner? Das ist ein Dorfbewohner, ne? Ich hab mal draufballern aus Versehen. Das scheint echt einfach nur ein verbuggtes Dorf zu sein, aber ein richtig verbuggtes Dorf. Ich meine, guck durch den Mann. Da würde ich auch gerne drin wohnen, da oben. Kann man da echt rein? Da kann man rein. Ist da jemand drin? Da wohnt jemand, cool. Ich kann mir Hühnchen holen. Könnte ich sogar eigentlich echt. Ich habe da voll viele von diesen Smaragden. Soweit ich hole mir jetzt mal richtig viele Hühnchen, weil ich benutze die Smaragde sonst eh nie. Okay, jetzt habe ich für immer ein ewig Hühnchen zu essen. Geil. Und der hat noch... Warum? Habe ich jetzt so viele Hühnchen und eigentlich fast keine Smaragde ausgegeben? Kann mir jemand sagen? Ich meine, das sind sehr, sehr viele Hühnchen. Ist das ein Bug? Weil irgendwie, ich habe ja richtig viele Smaragde noch übrig. Was hat denn der sonst noch so? Okay. Obwohl, 8 Hühnchen für 1 Smaragd und ich habe dem. Aber ich hatte doch nur 50. Geht das hin? Nein, das ist doch viel. Oder? Ach, keine Ahnung, ich kann nicht rechnen. Ey, wisst ihr, warte, ich werde jetzt mal mit den. Ah, Mist. Die Hühnchen sind alle wieder weg. Habt ihr gesehen? Jetzt habe ich wieder nur noch ein Stack. Schade. Ich wollte schon sagen, das ist doch voll der Bug. Ich glaube, ich gehe jetzt mal ein bisschen handeln mit den Leuten. Die habe ich noch nie gemacht. Warum auch immer. Nein. Oh, toll. Hä, wie dumm, wer macht denn so einen Handel? Und ja, ich weiß, dass die Leute mehrere Sachen immer anzubieten haben, aber ich bin gerade irgendwie zu faul, um zu wechseln, weil ich scheine kein anderer zu sein. Ey. Nein. Okay, die haben das erste Mal schon mal mit denen gehandelt hat.
Dann halt nicht. Boah, ich hab schon gedacht, ich hätte jetzt richtig viele Hühnchen. Das wäre so cool gewesen. Aber leider nein. So, Hühnchen. Aber ich denke, das hat sich gelohnt, weil ich benutze dieses Markte eh nie. Und das ist doch dann schon mal ein guter Tausch eigentlich. Oh Gott, hier liegt hier viel Scheiße rum. Boah, ich konnte gerade ohne Lex gerade ausfliegen. Das ist auch mal neu. Aber ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Bitte, hör auf zu laggen. Kann doch nicht sein. Wo bin ich jetzt schon wieder hingebackt? Ich keile hier einfach so richtig behindert rum. Ich glaube, ich gehe wieder heim. Das werde ich haben. Oh Gott. Wo ist das? Da. Ha. Eingesammelt. Ich glaube, ich gehe wieder heim, weil irgendwie ist hier nichts. Diesen Marbel kann ich auch später sammeln. Ich mache dann einfach das Dach nicht aus Marbel. Wo ist denn heim? Da. Ich bin ja überhaupt nicht weit geflogen. Ich bin nur hier. Und das nur wegen diesen Lecks. Ich habe schon gedacht, ich wäre so richtig weit entfernt. Geil, wie sieht das denn aus? Das ist mal ein cooles Dorf. Hä, ist das dasselbe Dorf von eben? Wie cool ist das Dorf hier denn? What the fuck? Das ist ein episches Dorf. Ich kann mir ja richtig wertvolle Sachen klauen. Oh Gott. Ich finde die irgendwie dumm, wie die kämpfen mittlerweile einfach nur noch scheiße sind. Die sind einfach... Ja, ich kann wieder Smarkte tauschen. So. Hallo, bitteschön. Wie viele das einfach sind, so richtig dumm und verbuggt. Ja, das ist einfach nur ein Bug. Weil er irgendwie alle eintauscht, obwohl gar nicht, obwohl man gar nicht alle eintauschen kann. Brot, nee. Was geht denn hier ab? Warum ist es weiß? Was bist du denn? Jesus, bist du es? Was ist das denn für ein Tausch? Was ist das für ein Ding? Was zur Hölle? Hä? Geil, hol ich mir mit. Ich weiß nicht, was das ist, aber... YOLO, ne? Ach, das sind so einzelne, Teile für Dinger zum Bauen. Also so einzelne Werkzeuge. Okay, das ist voll. Wäre schön, wenn der Spasti da im Hintergrund mal aufhören würde. Die Tür zu kloppen. Da will ich mir auch mitholen. Ach, Kacke. Ach, Kacke. Kam denn da alles raus? Holy shit. Was hatte der denn alles drin? Was ist das überhaupt? Das sind wahrscheinlich so Vorlagen, um so ein Ding zu bauen oder so. Das Haus ist cool. Wieso ist in meinem Dorf nicht so ein Haus? Das wäre schön. Hallo, ich breche mein Haus ein. Ich will keine Uhr für 10 Dings. Hey, nein. Du bist der Typ, der... anbietet. Wie viele gehen da? Ich will nicht sagen, aber das Skelett hat den gerade getötet und ich bin trotzdem noch... Ne, kann ich nicht. Ich hasse dich, Skelett. Das Skelett hat den Typen getötet, habt ihr gesehen? Als ich mit dem am Handeln war. Das nur, weil ich mit dem am Handeln war. Ich fühle mich das richtig schlecht einfach. Ich geh kurz hier rein. Das war lustig, wie ich hier die ganzen Leute töte. Oh, Entschuldigung! Hab ich die getroffen? Ne, ne? Was ist das? Die will ich haben. Ich will diese Capsule Station haben. Die sieht cool aus. Was ist das? Oh, bin ich doof. Jetzt hab ich den Smarkte schon eingetauscht. Oh, das sah cool aus. Das sah irgendwie voll selten aus auch. Ich bin voller Hacker-Item. Oh nein, hab ich jetzt den Typ mir getötet? Nee. Was ist das? Oh, hol ich mir auch mal mit. Dankeschön für deine ganzen Items. Ne? Oh, das ist auch cool. Dankeschön. Dankeschön. Brauche ich so alles gar nicht, aber egal. Das sind ganz normale Pisten da, oder? Ja, keine Ahnung. Ich denke schon. Da sind noch Bücherregal, die könnte ich mir damit klauen. Wer ist denn die noch am Randala machen? Am Randala machen. Hi. Oh, ich habe keinen Weizen. Warte mal, wie viele Dinger kriegt man dafür? Einen. Ja, genau. Ja, genau. Oh, ein süßer kleiner Kaktus.
Okay, ich gehe jetzt wieder nach Hause. Das war jetzt ein toller Ausflug, aber... Oh, shit. Oh, shit. Doch ein bisschen sehr lang, meiner Meinung nach. Oh, Gott. Nee. Ha, ich hab's getötet. Wie auch immer. Das hat die mir gegeben, wieder so eine... Living Metal Pickaxe, die sogar richtig gut ist. Unbreaking effizient. Boah. Geil. Die hole ich ja mal so was von. Krass. Das hat sich mal gelohnt, würde ich sagen, ne? Ich tue noch schnell die restliche Scheiße weg. So, 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 so. Dann tausche ich eben zurück. So. Und dann können wir wieder zurückgehen. Ist überhaupt nicht lange gedauert oder so, ich weiß, aber egal. Muss da runter, ne? Ich gehe mal Vollgas. Alter, überleg euch mal, wie geil das wäre, wenn ich immer so fliegen könnte. Ich meine, guck euch mal, wie schnell das war. So, tschüss. Ich habe mich selber abgefackelt. Bin ich dumm. Ich habe echt unglaublich viel Skill. Okay, jetzt müsste aber auch das ganze Zeug mal fertig gebraten sein. Hoffe ich zumindest. Oder? Was? Erst 19? Willst du mich verarschen? Oh, nee. Da muss ich auch immer so wertvolle Materialien holen, um mein Haus zu bauen. Habe ich einen Timer gestartet? Ja, habe ich. Ich habe jetzt aber eigentlich gedacht, ich hätte den nicht gestartet, okay. So. Und so. Und so. Ja, doch, ich sollte aber eigentlich schon genug haben, um da jetzt ein bisschen was zu bauen. So, dann werde ich jetzt nochmal die Schafe kurz benutzen. Irgendwie finde ich es nervig, die Tür als Ausgang zu benutzen. Oder Eingang. Ich fliege lieber durch, ist einfacher. So. Ja, cool, wie schnell die nachwachsen. So. Wie viel war das? 26. Ja, ist ganz gut. Ich wollte ja eigentlich noch mehr Schafe reinführen, da bin ich keinen Bock mehr. Wo habe ich hier viele Chocobos? Ich brauche unbedingt einen Chocobo-Stall. Ich wäre aber den Stall, wenn ich einen baue, nicht in mein Haus haben, sondern irgendwo hier draußen hin. Von außen sieht das Ganze eigentlich schon mal ganz gut aus, ne? Ich will mal kurz das aus... Ne, okay, hiermit geht das nicht. Ich will mal kurz... Ah, dafür brauche ich ja Marble. Ich würde gerne so Säulen dahin bauen, aber das geht jetzt leider gerade nicht. Dann baue ich mal eben... Oder guck zumindest, dass ich das baue. Hier das. Das Gute ist, man kann ja jetzt... die auch klein schneiden, hat dann normal aussehende Halfs. Slab-Dinger und nicht diese typischen, ja, wenn man halt Steine, die da meine ich hier, die Stone Slab, die sehen ja überhaupt nicht aus wie Cobblestone. Aber andererseits reizt mich das irgendwie gerade. Warte mal, würde das cool aus? Irgendwie? Ich glaube, diese Half-Slab-Dinger würden da gut passen, oder? Die sehen irgendwie edler aus. Guck mal, warum habe ich eigentlich die Säge da unten reingetan? Ich dumm. Ich benutze die jetzt mal. Mal gucken, wie die so aussehen. Dann gehe ich wieder hoch. So. So. Hier rum kommt das auf jeden Fall schon mal, ist ja klar. So, dann auch. Dann leckt das erstmal schön. Wunderbar. Okay, jetzt haben wir das schon mal zu. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Okay, jetzt muss ich nur noch halt so eine Überdachung bauen. Aber wie ich die Überdachung baue, da weiß ich noch gar nichts irgendwie. Auf jeden Fall soll das Ganze ein bisschen fetter werden. Ich mach mal so. Man könnte das ja bis hierhin machen, dass das dann bis zu der Säule geht, ne? Mache ich jetzt auch. Aber das ist dann viel zu fett, oder? Nee, komm. Wenn schon fett, dann richtig. Aber das ist echt, glaube ich, zu fett. Ich meine, da fuck. Wie sieht das aus? Oder? Ich baue einfach mal, da verliere ich ja nichts, wenn ich die abbaue. Könnte ich jetzt eigentlich zurückkraften mit dem Mod hier irgendwie? Weiß ich gar nicht. Okay, ich glaube, das ist echt ein bisschen übertrieben.
Aber ich wüsste gerade keine andere Lösung. Aber ich habe diese Säulen ja dahin gebaut, damit die das halten. Aber die sind ein bisschen weit weg. Ich könnte die zwar näher dran bauen, aber dann muss ich die viel kleiner bauen. Weil die so sonst zu fett sind. Sonst vor allem. Gott. Ich erschaffe gerade hier wieder ein Monster. So, so. Ich gucke mir das Ganze mal von außen an. Ich werde jetzt wahrscheinlich wieder einen Kotzreiz bekommen, wie das einfach mal genau gereicht hat. Es geht eigentlich. Man könnte da auch irgendwas Cooles mit Glas machen, so Glaselemente einbauen. Ja, das könnte cool aussehen. Okay, dann machen wir das Ganze mal weiter. So. Wir wollen uns hier ein paar hiervon. So, das sollte erstmal reichen. Ich tue mal kurz da oben rein, weil das nervt. Ja, das könnte ganz okay werden. Auf jeden Fall würde ich das hier schon mal zu haben. Das wird, denke ich, dann so zu sein. So. Das muss ja mindestens zwei Felder oder ein Feld haben, ne? Sonst kann ich keine Tier hinbauen, oder? Nee, geht nicht. Wäre aber auch zu schön gewesen. Da war eigentlich das scheißegal. Wie sieht das denn aus? Wie sehen die denn aus? Ist das normal? Okay, diese Living Metal Spitzhacke gefällt mir schon mal richtig gut. Ich glaube, ich echt Glück, dass ich die gefunden habe. Die scheint auch wirklich geil zu sein. Hier könnte ich eigentlich schon wieder runtergehen. Eins. Nee, komm. So. Ja, dumm ist das jetzt überhaupt kein Licht, ne? Ist ein bisschen blöd. Warte mal. Hab ich gefehlt, oder? Ich glaube schon. Oder? Ja. Hupsi. Da noch eins. Ich hätte ja eigentlich... Ich baue das auf jeden Fall schon mal zu, damit das schon mal weg ist. Und den Rest kann ich dann ja gucken, dass ich das irgendwie ja anders mache. Keine Ahnung, geiler Satz. So. Gut, jetzt ist das zu. Und jetzt kann ich in Ruhe das hier probieren zu bauen. Ich hatte gerade ja eben diese Vision mit den Glaselementen da. Da würde ich eigentlich mal gern versuchen. Man könnte das ja eventuell so machen, dass man das Ganze zwei breit baut und dann ein Glasding einbaut. Irgendwie. Ich habe noch keine Ahnung wie, aber ich probiere es einfach mal. So. Gott, ich hasse das mit diesen Ecken, ne? Boah, das erinnert mich so an das eine Baumhaus, was ich in dem Xbox-Let's Play gemacht habe, wo mein Gehirn einfach fast gestorben wäre vor lauter Komplikationen. Das war einfach so verwirrend. Hätte ich fast angefangen zu weinen. So, und jetzt könnte man hier eventuell so ein Glas-Ding einbauen, oder? Wäre ganz cool. Ich probiere mal, wie das aussehen würde. Wow! Ich bin immer wieder überwältigt, wie weit man damit einfach fliegt. Richtig krass. So viel Glas habe ich jetzt bauen nicht mehr, ne? Das ist doof. Egal. Warte, ich sollte mal kurz meine Dingsspitzhacke parat holen. Wo ist sie? Da. Kann es sein, dass ich die auszusehen in irgendeinen Rucksack getan habe? Ich glaube schon, ne? Ich habe die, glaube ich, auszusehen in den Rucksack reingetan. Ja, da ist sie. Ups. Die werde ich nämlich gleich brauchen, wenn ich mich verbaue mit dem Glas oder das einfach scheiße aussieht. Muss ich irgendwie einfach mal mit rechnen. Oh, nee! Nee! Gott. Uiuiui. So, ich könnte auch Folgendes machen. Das probieren so zu bauen. Oder? Geht das? Geht das so? Dass das so dieses Muster von unten hat. Ja, das geht. Gott, klingelt er noch lauter, du scheiß Timer. Hallo, geh aus! Mein Handy ist so im Arsch, ne? Das ist schon der Touchscreen davon kaputt. Oh, nee.
Ich denke, dieses Muster könnte ganz cool werden, deswegen behalte ich das mal bei. Ich muss nur gucken, dass das da von oben gut aussieht. Gut, ich probiere jetzt aber noch schnell diese Glasreihe zu bauen und dann beende ich mal den Part. So. Jetzt gucken, wie das aussieht. Hoffentlich ist das nicht scheiße. Und ich merke auch schon, ich bin komplett und wirklich gänzlich von diesem Stil mit, ja, den ich anfangs bauen wollte, weg. Weil das hier ist jetzt einfach nur an your style. Also ich kann mich nicht an irgendwelche Baustile halten, musste ich feststellen. Könnte ich zwar schon, wenn ich irgendwas abbauen würde, wenn ich ein Bild vorgegeben hätte, aber das habe ich jetzt natürlich nicht. Und dadurch ist das Ganze ein bisschen schwer. Gut, das hier ist jetzt fertig. Jetzt würde ich einfach sagen, ich gucke mal, wie das von außen so aussieht. Ja, wenn man das zubaut, könnte das was werden. Vielleicht sollte ich das dann auch noch ein bisschen höher dann machen innen drin. Ich guck mal, wie ich dann im nächsten Part so mache. Hier wird vielleicht noch ein bisschen problematisch, aber ich muss mal diese Säulen irgendwie ein bisschen ändern. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part. Denkt dran zu bewerten und ja, vielleicht habt ihr noch irgendwelche Tipps oder so, wie ich das schöner machen kann. Bis dann!